Insider Video. Neben mir steht Frank Weniger, er ist Leiter der Birkenbiel Akademie in Potsdam. Beim Erfolgsworkshop präsentiert er die neuesten Erkenntnisse der bekannten Management-Trainerin Vera Birkenbiel zum Thema Erfolg. Herr Weniger, wie ist es dazu gekommen, dass Sie bei der heutigen Veranstaltung referieren? Also ich bin eingeladen worden, über Ihren Studentenrat hier an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Habe dann mich mal auch näher auf Ihrer Internetseite ein wenig umgetan, was denn da hier so thematisch gerade gemacht wird. Und da hier das im Moment das Thema Erfolg auf dem Programm steht, kommt man auch irgendwo nicht an Vera F. Birkenbiel vorbei, wo er sich schon seit 40 Jahren für den Erfolg im Seminarbereich steht. Was ist das Erfolgsrezept von Frau Birkenbiel? Das Erfolgsrezept ist wirklich kontinuierlich lange intensive Arbeit. Sie arbeitet ihre Themen halt sehr spezifisch und auch sehr lange, recherchiert sehr lange. Kann man Erfolg definieren und wenn ja, wie? Also es kommt immer sehr auf die persönlichen Dinge drauf an. Also Frau Birkenbiel sagt immer, persönliche Stärken erkennen und die dann gezielt ausbauen. Und für Frau Birkenbiel hat Erfolg immer zwei Dinge. Erfolg ist die Folge dessen, was wir zuvor getan und gedacht haben. Das finde ich sehr schön. Und Erfolg ist kumulativ. Das heißt also, wenn wir uns mit Dingen intensiv befassen, wird sich irgendwann der Erfolg dann auch von alleine schon einstellen. Also wir kommen gar nicht drum dran vorbei. Beim heutigen Seminar werden auch neurologische Erkenntnisse vorgestellt. Was hat Neurologie eigentlich mit Erfolg zu tun? Ja, das ist ganz interessant. Also es gibt viele Dinge, die eigentlich schon seit langer Zeit immer mal wieder so behauptet worden sind, dass sie für den Erfolg dienlich und förderlich wären. Mittlerweile kann man eben durch Gehirnscans und so weiter, MRT, CT und so weiter, auch viele Dinge nachweisen. Also das, was man früher immer nur so theoretisch mal so gedacht hat, so müsste es sein, kann man jetzt sogar schon eben über diese Gehirnscans nachweisen. Und da gibt es eben allerhand interessante Studien dazu. Was für Tipps haben Sie für Studierende, damit sie in Zukunft erfolgreich sind oder erfolgreicher sind im Studium und auch im späteren Leben? Zunächst erstmal rausbekommen, was sind meine Stärken? Und wenn man dann seine Stärken gefunden hat, die gezielt auszubauen und an diesen Stärken herumzuarbeiten. Also nicht an den Schwächen herumzubasteln, sondern wirklich die Stärken gezielt auszubauen. Welche Ratschläge haben Sie, mit Misserfolg umzugehen? Also da kann man immer nur wieder raten, sich relativ schnell wieder zu berappeln. Es wird nicht alles erfolgreich sein, kann gar nicht. Und dementsprechend muss man immer wieder weitermachen. Man muss weitermachen, am Thema dranbleiben, vielleicht auch nochmal eine neue Sichtweise einnehmen. Das ist auch so ein Punkt, um erfolgreich zu sein. Herr Weniger, vielen Dank für das Interview und wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja, gerne.